da oben hin muss ich irgendwie, okay. Wahrscheinlich muss ich dann hier irgendwie... Ja, komm. Im Wasser! Halt die Schnauze. Okay, ich müsste dann von da... Hallo? Ist nicht dein Ernst, oder? Mann. Tja, aber wie komme ich denn jetzt da hin? Ja. Es ist eine gute Frage, oder? Ich meine, ich könnte da jetzt rüberspringen oder bin ich wahrscheinlich. Mach ich Aua, oder? Nein? Doch nicht. Ich da. Der hier ist relativ modern, wahrscheinlich 18. Jahrhundert. Die goldene Karpfengravur sollte einen Kontrast zu der schwarzen Lackierung bilden. Hier ist Blut drauf. Alter. Blutflecken. Jemand hat dieses Messer vor kurzem benutzt. Mitnehmen. Das Einzige, was dann hier praktisch noch wäre, sind dann halt jetzt noch 5 Pilze. Und ein Geocache, der aber wahrscheinlich erst nach den Leuten da drüben kommt. Erwartet? Dass ich jetzt irgendwie nicht auf euch schieße, oder was? Wolfshöhle. Finde ich aber gut, dass die Wölfe die nicht angegriffen haben, sondern dann nur mich. Interessante Stellung. Geht's dir gut, Junge? Und uff!
Sehr gut. Lagerplatz. Also ein richtiger Lagerplatz, von wegen, was man hier also auch tatsächlich machen kann. Okay, cool. Okay, jetzt kann ich wieder nichts großartig machen. Außer, dass ich von hier halt Schnellreise machen kann. Aber weißt du was, komm. Das mache ich jetzt mal. Ja. Ich gehe jetzt mal ganz zum Anfang zurück. Ganz, ganz zum Anfang. Mein allererster Lager. Mein allererstes Lager. Das müsste ja unter diesem Felsvorsprung sein, glaube ich, ne? Genau, wo sie hier angeblich so friert. So, ich habe jetzt von wegen... Meine Karte sagt mir... Na toll. Was fehlt mir denn? 2 Reliquien? 5 Geocaches? Geisterjägerin. Aber der Eingang... Ach, hier. Schatzkarte ist aber hier. Also ein Grab fehlt mir hier. Nee. Ach nee, das ein Grab ist schon gefunden. Ich dachte, dann hätte ich die Schatzkarte im Grab gefunden, aber das, die finde ich wohl nicht im Grab. Schnellreiselager. Ist das hier auch ein Schnellreiselager? Ja. Ich wollte es nur fragen. Er soll es mal wissen. Ach, das ist der Geist. Oh Gott. Da renne ich jetzt überhaupt richtig. Oh, toll. Ich bin auch. Entschuldigung. Ich bin auch noch falsch rumgerannt. Aber gut, dass ich falsch rumgerannt bin. Dann habe ich ihn ein Wesen noch gefunden. Oh Gott. Davon soll ich noch weitere 9 Stück finden. In einem Waldgebiet? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Oh, ich habe einen Geocache gefunden da oben. Von dem weiß ich aber noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Jederzeit wieder nach oben. Was da, er trinkt der Nase oder was?
da hatte ich jetzt Glück. Anscheinend vorbeigerannt, hab's gesehen, aber nicht einfach vollgenommen. Ach, in dem LKW hier. Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm, sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Okay. Soldat. Oni-Verfolger. Aus dem Tagebuch eines Soldaten. Er erwähnt Oni, Dämonen der japanischen Folklore. Das könnte es... Was könnte es wirklich gewesen sein? Naja gut, wir haben sie schon gesehen. Also, wir haben ja theoretisch das Tagebuch jetzt ein bisschen zu spät gefunden. Okay, warte mal, dann ist... Gehen wir doch mal wieder zurück, damit wir zum Bunker kommen. Gehen noch mal durch den Bunker. Weil ich habe jetzt fünf von diesen Traumfängern gefunden. Ich meine, es könnte ja vielleicht rein von der Logik her so sein, dass wir vielleicht auch wirklich fünf in der einen Hälfte des Waldes und fünf in der anderen Hälfte des Waldes hätten. Hallo? Ich kann ja hier schon mal... Oh, okay. Ich bin ja noch gar nicht so weit vorgekommen. Hier ist dann wieder eine Lagerstätte. So weit gehe ich erstmal. Entdeckt. Ich entdecke hier 1000 neue Orte. Das ist Wahnsinn. Wo ich hier schon mal war. Oh. Keine Ahnung, wo der schon wieder aufgetaucht ist. Das ist ein Geocache.
neuen Ort entdeckt. Was habe ich denn jetzt schon wieder gefunden? Ich weiß auch nicht, warum ich den jetzt gefunden habe. Ich sehe schon, die Schatzkarte brauche ich gar nicht mehr. Hier war, glaube ich, die Grabkammer, ne? Ja. Da muss ich nicht nochmal... Halt, das wollte ich gar nicht, die wollte ich. Sind in dieser Hälfte gar keine? Guten Tag! Postkontrolle? Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Putzig. Ja. Das ist gut zu wissen. Guten Tag. Ist das deine Maske gewesen? Ich sollte stehen bleiben, wenn ich den Instinkt... Jetzt habe ich schon wieder irgendwas entdeckt. Was habe ich jetzt schon wieder entdeckt? Oh, wahrscheinlich die Karte jetzt. Wahrscheinlich, ja. Ich würde aber gerne noch ein paar von diesen Traumfängern finden. Mir fehlen ja noch 5. Abgesehen davon, dass sie sowieso ziemlich kacke zu sehen sind. Da irgendwie hochkomme, ne? Ja, irgendwie. Schon wieder entdeckt. Geocache direkt hinter mir. Oh. Alle 5 gefunden. Okay, cool. Wie gesagt, ich brauche die Schatzkarte schon nicht mehr. Ist Munition einfach nur, ne? Ja. Nee. Das ist keine Munition. Das ist tatsächlich eine Beutekiste. Ich wollte nur probieren. Oh, da. Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Das stimmt. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Ah ja. Sam, Filmemacherin. Whitman hat es Sam so schwer gemacht, ihren Job zu erledigen. Der gute Doktor hat auf dieser Reise sein wahres Gesicht gezeigt. Ja, warte mal ab, ich meine, ne? Theoretisch wissen wir noch gar nicht, was er noch alles bis jetzt gemacht hat. Ich meine, wir sind jetzt ja schon eigentlich storytechnisch schon ein bisschen weiter. Obwohl wir ihn jetzt noch nicht so häufig zu Gesicht bekommen haben, aber
lässt sich von anderen wieder fangen und hast du nicht gesehen, also eine Hilfe ist der nicht. Eine Hilfe ist der absolut nicht. Wurde im traditionellen japanischen Nottheater benutzt. Ich glaube, sie stellt einen Dämon dar. Einen Oni. Ein Preisschild? Dann ist das wohl eine Replik. Ach, meinst du? Na, Gott sei Dank. Was ist denn hier? Was gibt's denn jetzt hier noch? Nur noch die Schatzkarte. Oh. Schade. Und noch drei von diesen Toten, von diesen Traumfängern. Kurz ein wenig das Mikro zur Seite schieben. Da steckte etwas quer im Halse. Ach, da ist das der. Okay. Ist hier noch Traumfänger technisch? Hier ist alles so hell, meine Fresse. Ja, nee. Leider nicht. Ich vergesse immer wieder stehen zu bleiben. Voll schlimm. Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht wissen. Aua. Ich schon vorbeigelaufen bin. Naja, da oben drauf, ja. Ah, ich. Entschuldigung, ich krieg irgendwie gerade extrem trockenen Hals. Sorry. Ich glaube, ich werde hier nach auch mal eine Gamepause mal machen. Das viele Labern ist ja allgemein schon sehr. Oh, da unten. Gemein. Ich gucke immer nach oben. Belohnungsorte ansehen. Sehe ich denn jetzt auch eventuell die... Nein. Ich hatte jetzt gedacht, dass ich vielleicht die Geister... Ich sag immer, Geisterfänger wird das ja genannt, aber die Traumfänger. Die Geisterjäger. Also zwei fehlen mir. Ja, stehen bleiben. Mann, Mann, Mann. Ich lerne es auch nicht. Hm. Ja, das kann heiter werden. Ach, guckst du. Ich wollte gerade sagen, jetzt wo ich gelernt habe, auch unten gucken zu müssen, gucke ich auch mal unter die Brücken. Na Mensch.
Jetzt fehlt mir nämlich nur noch einer. Das Problem ist ja, dass ich jetzt einfach mal davon ausgegangen bin, dass 50% hier und die anderen 50% in der anderen Hälfte zu finden waren. Sorry. Aber ich hatte gehofft, dass ich den wenigstens noch finde. Aber es ist einer, weißt du? Und einer ist immer extrem. Der letzte, naja, ist mit immer am schwersten zu finden, weil die Chance, dass man einfach mal schon mal dran vorbeigelaufen ist, ist einfach extrem. Ach ja, ja. Stehen bleiben, gucken. Mhm. Nö. 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 Nichts Auffälliges. Nein. Das Witzige ist, so ganz leicht im Hintergrund hört man so ein Knarzen. Na gut, also ich deute es als Knarzen. Dieses Knarzen hätte ich praktisch mit etwas, was hängt, in Verbindung gebracht. Aber mir fehlt jetzt natürlich so ein bisschen die Erfahrung, ich habe es natürlich nicht bei den anderen geguckt, ob die Geräusche machen. Und vielleicht auch anhand der Geräusche das erkennen könnte. Das bist bestimmt du, hä? Ja, bestimmt ist das Ding. Ich habe vielleicht mal angucken, aber so. Weißt du das irgendwie? Hege ich folgende Befürchtung. Befürchtung, es hängt da drunter, oder? Tja, schade. Naja. Mach ich das jetzt nicht raus? Ich mach das am besten. Also, ich mach mal hier eine Entschuldigung. Oh, sorry. Mach mal kurz eine Schnellreise dahin. Und dann mache ich einfach eine Schnellreise wieder zurück. Weil das müsste ja dann dementsprechend eigentlich dazu führen, dass er dann dort abspeichert. Und dass ich dort dann problemlos
naja, ne, problemlos dort eben das Flugzeug gespeichert hätte. So. Müsste ja eigentlich dann jetzt fürs nächste Mal geklappt haben. Schätze ich jetzt mal. Hoffe ich. Yay, dann heißt es super. Vielleicht mache ich den letzten nochmal offscreen, dass ich nur dann, dass ich dann starte, kurz bevor ich ihn abschieße. Das wäre vielleicht eine Idee. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Ja, für mich auch.